Das Verteidigungsministerium hat ihre Standortentscheidung gegen Kaufbeuren getroffen. Die Bundeswehr wird Kaufbeuren verlassen. Eine Entscheidung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich habe gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Thomae aus dem Deutschen Bundestag und Wirtschaftsminister Martin Zeil versucht, eine zivil-militärische Komponente auf dem Fliegerhorst zu installieren, als Ergänzung zur militärischen Ausbildung. Das wäre die Chance für Kaufbeuren gewesen. Es wäre aber auch eine Chance für die Bundeswehr gewesen, sich hier breiter aufzustellen. Diese zusätzliche Nutzung hätte auch der Bundeswehr etwas gebracht. Sie hätte von ihr profitiert. Jetzt hat de Maizière dagegen entschieden. Ich verstehe es auch nicht, warum kurz vor Torusschluss Stefan Stracke mit Stefan Bosse allein das Gespräch mit de Maizière gesucht hat. Wir haben zu dritt, Stefan Thomae, Stefan Stracke und ich, den Verteidigungsminister um diesen Termin gebeten. Da ist es schon einigermaßen verwunderlich, wenn man dann aus der Zeitung erfahren muss, dass der Termin stattfindet, man aber selber nicht mit dabei ist. Es ist keine Frage des Beleidigtseins. Nein, ich frage mich, meinen Bosse und Stracke selbst genug mitzubringen, um diesen Termin alleine machen zu können. Stefan Thomae und ich hätten die Details der zivil-militärischen Kooperation gekannt. Wir hätten dem Verteidigungsminister das Konzept profund erklären können. Wir hätten sagen können, da ist etwas da, wo man aufbauen kann. Bosse und Stracke haben diese Chance verstreichen lassen. Sie müssen sich einen Teil dieser Entscheidung gegen Kaufbeuren mit an die Brust heften.